Das Gesetz brachte uns an unser Ende, es führte uns in die Verzweiflung. Ihr kennt das alle, wir können noch so gut sein, noch so moralisch, so ethisch, so menschenfreundlich, so viele gute Taten vollbringen. Es bleibt immer das Urteil, Ziel verfehlt. Wir haben es nicht geschafft. Und wenn es der letzte Millimeter ist, die Botschaft der Bibel, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wo immer ihr seid, die Botschaft der Bibel heißt nicht tue, befolge. Die Botschaft der Bibel heißt nicht mach, streng dich an. Die Botschaft der Bibel heißt Glaube. Und weißt du, und das ist das, was Paulus hier auf dem Herzen hat, uns mitzuteilen. Er will uns sagen, ihr lieben Leute, wenn ihr versucht, durch das Gesetz selig zu werden, dann seid ihr im Gefängnis, dann seid ihr unter der Knute des Buchstabens und ihr fremdelt in dem Haushalt Gottes. Wie Knechte, und ihr seid auch Knechte. Aber glaubt doch an den Herrn Jesus Christus. Als der Glaube kam, als er unserem Herzen offenbart wurde, da sind wir auf einmal durch Gottes Gnade aus dem Glauben heraus Söhne und Töchter Gottes geworden. Wer freut sich darüber? Der sage Amen. Amen. Na wunderbar. Das ist hier der Punkt. Er sagt sogar auch alle. Achtet bitte auf das kleine Wörtchen alle. Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Also nicht einige, sondern alle, die glauben. Man könnte sagen, jeder, der glaubt, ist aus dem Schneider. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit einige, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Stimmt das? Nein. Nein. Damit jeder, der an ihn glaubt. In der Verdammnis, Freunde, wird niemand gefunden werden, der sagen muss, ich habe geglaubt und bin trotzdem hier gelandet. Niemals in der Hölle wird es keinen einzigen geben, der geglaubt hat an Jesus Christus, der sein Vertrauen auf den Heiland gesetzt hat. Die Glaubenden sind alle ohne Ausnahme im Himmel. Paulus sagt, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus geworden. Lebendiger Herzensglaube, so habe ich hier einfach formuliert, ist der Freifahrtschein zum Himmel. Könnt ihr das akzeptieren? Na, ihr zögert so. Ja, der Glaube ist das Ticket zum Himmel. Ist der freie Weg zum Himmel, zu dem Jesus Christus dich bringt und du folgst ihm und du vertraust ihm. Du setzt deine Hoffnung auf ihn. Jetzt kommt eine etwas detailliertere Beschreibung, wer denn mit alle gemeint ist in Vers 28. Da heißt es, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Für alle gilt, egal um wen es sich handelt, es gibt nur einen einzigen Weg zum Himmel. Und das ist der Glaubensweg. Das ist der Glaubensweg, dass Jesus Christus mein Erlöser ist, dass er meine Vergebung und meine Gerechtigkeit ist. Einen anderen Weg gibt es nicht. Der gilt für alle ohne Unterschied. Anders ausgedrückt, will ein Jude gerettet werden, dann nur durch den Glauben an Jesus Christus. Will ein Grieche gerettet werden, dann nur durch den Glauben an Jesus Christus. Ein Chinese, ein Deutscher, ein Weißer, ein Schwarzer, ein Reicher, ein Armer, ein Kleiner, ein Großer, ein Mann, eine Frau. Wer auch immer, wer selig werden will,
Es geht nur über den Glauben an den Sohn Gottes, den er für uns zum Sühnopfer für unsere Sünden gemacht hat. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ich muss an dieser Stelle natürlich auch noch auf diesen Ausdruck weder Mann noch Frau etwas näher eingehen. Ihr habt hier gelesen, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Dieser Ausdruck, da ist weder Mann noch Frau, der wird von liberalen Theologen, die dem Feminismus und dem, wie sagt man, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern am liebsten verwischen wollen, das ist hier ihr Standardvers. In jüngster Zeit wurde dieses Wort oft missbraucht, die Frauenordination, die Genderideologie oder sogar gleichgeschlechtliche Liebe zu rechtfertigen. Denn es heißt ja, da ist weder Mann noch Frau. Aha, das ist modern. Also da haben wir es. Paulus tritt für die Beseitigung der Geschlechterunterschiede ein. Jemand hat gesagt, Galater 3, Vers 28, also unser Vers sei so etwas wie das feministische Credo für Geschlechtergleichheit. Und da haken sich Leute an. Die Menschen sagen, liberale Theologen sagen nicht, die Bibel ist falsch, sondern ihr müsst die Bibel richtig verstehen. Und ihr Verständnis geht dann so, dass man einen solchen Vers aus dem Zusammenhang nimmt, in dem es um nichts anderes geht, als um die Rechtfertigung aus dem Glauben in Jesus Christus. Es geht in diesem ganzen Abschnitt nicht um biologische Geschlechtlichkeit, es geht nicht um unsere soziale Geschlechtlichkeit, es geht nicht um Gender, sondern es geht um die Frage, die Heilsfrage und die Glaubensfrage. Es ist eine Heilsfrage und keine Genderfrage hier. So haben das seit 1900 Jahren immer und an allen Orten alle Christen verstanden, dass mit diesem Wort, dass das nicht so verstanden werden kann, Mann und Frau sind egal. Sondern sie haben verstanden, sie haben alle in gleicher Weise Anteil am Heil in Jesus Christus. Und das ist auch unsere Überzeugung, die wir auch hier an dieser Stelle vielleicht einmal versuchen wollen, kurz zu erläutern. Erst im letzten Jahrhundert begannen feministische Theologen zu behaupten, Paulus rede hier der Gleichschaltung von Mann und Frau das Wort. Aber wenn wir durch die Texte des gesamten Neuen Testamentes gehen, dann sehen wir, dass auch Paulus für Mann und Frau eine unterschiedliche Aufgaben- bzw. Rollenverteilung sah und sie auch lehrte. Und demnach sind Mann und Frau, das ist ein wichtiger Satz jetzt, Mann und Frau sind nach der Bibel absolut gleichwertig, aber eben nicht gleichartig. Paulus schreibt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. An dieser Stelle möchte ich einfach mal auch bemerken, wenn Paulus sagt, und das ist ja nicht nur hier, sondern in der ganzen Bibel, dass Gott der Vater das Haupt des Christus ist, dann hat Jesus nie ein Problem damit gehabt, dass er dem Vater untergeordnet war. Vater und Sohn und auch Heiliger Geist sind absolut gleichwertig. Sie sind Gott in der Trinität, gleichermaßen Gott. Und doch gibt es eine gewisse Ordnungsfolge unter ihnen. Der Vater sendet den Sohn und der Sohn stirbt am Kreuz, nicht der Vater. Der Sohn gehorcht dem Vater, aber nicht der Vater dem Sohn.
Und wir sehen in der ganzen Bibel, im Neuen Testament, in den Briefen, dass es überhaupt kein Problem in der Trinität gab, dass da Unterordnungsverhältnisse waren. Sondern diese Unterordnung hat sich als ein Segen ausgewirkt. Ein Heilssegen für die ganze Welt floss aus dieser Ordnung der Trinität. Und das ist unser Vorteil und unsere Gnade, die wir haben. Und die Bibel lehrt uns, so wie auch die Trinität, Vater und Sohn, einander lieben, einander ehren, einander wertschätzen, füreinander da sind, miteinander an einem Strang ziehen und wirken. Genau so ist es in einer biblischen Ehe, in einer christlichen Ehe. Da ist niemand beleidigt, weil einer das Haupt ist und der andere ist es nicht. Nur die Sünde hat die von Gott geschenkte Ordnungsfolge von Mann und Frau pervertiert und Systeme der Frauenunterdrückung daraus entwickelt. So war das nicht gedacht und das lehnen wir ab. Dieses Männergehabe, diese männliche Tyrannei, diese Herrschsucht, das ist Sünde, das ist Schande. Das lehnen wir ab, liebe Gemeinde. Auch in christlichen Ehen. Und manchmal verstehen Männer das völlig falsch und missbrauchen diese heilige Ordnung Gottes, die er in der Trinität offenbart und die er auch in der christlichen Ehe sehen möchte. Paulus zeigt uns aber, dass zwischen Mann und Frau ein Unterschied ist in Gemeinde und Familie, in ihrer Aufgabe, zum Beispiel beim öffentlichen Gebet und Weissagen. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, was jetzt die Kopfbedeckung bedeutet und was sie nicht bedeutet. Das ist ein anderes Thema. Was ich nur hier herausarbeiten möchte, ihr Lieben, ist, dass Paulus deutlich darauf hinweist, dass Männer und Frauen eine Unterscheidung in ihrem Auftritt in der Gemeinde vornehmen sollen. Was auch immer die Kopfbedeckung bedeuten mag. Auf jeden Fall sagt er, die Frau soll sich dringend bedecken und der Mann soll es nicht tun. Ein Unterschied. Wir sehen das auch bei der Frage nach der Ältestenschaft. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren und so weiter, gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Also er soll der Mann einer Frau sein, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Es kommt in der Bibel nirgends die Umkehrung vor, in der es heißen könnte, eine Aufseherin muss die Frau eines Mannes sein. Und sie muss ihrem eigenen Haus gut vorstehen. Diese Umkehrung gibt es in der Bibel nicht. Auch hier sehen wir wieder eine klare Verteilung von Verantwortlichkeit und Zuständigkeit. Ältester soll ein Mann sein, der zugleich Vorstand in seiner Familie ist. Die Leiterschaft in Familie und Gemeinde entsprechen sich. Und jetzt könnten wir noch lange Zeit verwenden, um noch viel mehr Passagen in der Heiligen Schrift zu finden, die klipp und klar auch die Ergänzung zwischen Mann und Frau, nicht die Gleichschaltung, sondern die Ergänzung, die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau deutlich machen. Aber wir wollen es damit verwenden lassen. Epheser 5 vielleicht noch. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Und ich gehe davon aus, dass wir alle anerkennen, dass Christus das Haupt der Gemeinde sein soll. Und analog dazu soll das Verhältnis von Mann und Frau sein. Und ich gebe zu, es gehört heute sehr viel Mut dazu, solche Bibelstellen überhaupt öffentlich zu lesen.
Aber sie sind da, wenn wir Respekt vor der Heiligen Schrift haben wollen. Sie sind nicht nur da in irgendeiner Ecke der Bibel, irgendwo da in dem mosaischen Zeremonialgesetzbeschreibung oder sonst wo, sondern sie sind in der ganzen Bibel da, unübersehbar, von der Schöpfung angefangen. Und du kannst die Seiten mit solchen Versen aus der Bibel rausreißen, aber wenn du die nächste Bibel kaufst, dann stehen die Verse wieder da. Das ist einfach so. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Wenn wir denn Respekt haben vor der Heiligen Schrift, das ist natürlich die Frage. Wir können sie natürlich auch wie ein Kaugummi verwenden. So lange darauf rumkauen, bis alles ganz anders aussieht und verformt ist. Aber ich glaube nicht, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir nicht den Kopf von Albert Einstein haben, dass wir alles irgendwie zusammenkriegen, sondern wir sind Kinder. Wir haben Lesen und Schreiben gelernt und wir können verstehen, was die Bibel sagt. Allerdings, das möchte ich auch noch betonen, sollten die Männer bei diesen Stellen nicht so sehr die Stellen lesen, die für die Frauen bestimmt sind, sondern die sollten sie lesen, die für sie selbst bestimmt sind. Und die lauten, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Opfert euch für sie auf, Männer. Ehrt sie. Würdigt sie als die Krone eures Lebens. Als das reichste Geschenk eurer Existenz. Im gleichen Geist, wie Christus sich für seine Gemeinde hingibt, so soll auch ein Ehemann seiner Frau vorangehen, sie lieben, beschützen und sich für sie aufopfern. Ich habe hier folgende Formulierung gewählt. Wenn ein erlöster Ehemann in lebenslanger Treue die liebevolle und demütige Führung übernimmt und eine ebenfalls erlöste Ehefrau ihn darin freudig unterstützt, werden sie beide den Abglanz des himmlischen Glücks erleben, von dem Christus und seine Gemeinde auf ewig erfüllt sein werden. Und ich glaube, liebe Geschwister, liebe Freunde, ein solches Vorbild von Ehe braucht unsere Gesellschaft. Wir haben eine Verantwortung als Christen, auch als christliche Ehepaare, als christliche Familien. Wir sollten uns nicht absorbieren lassen von weltlichen Gedankengut, Ehe für alle und Co., sondern wir sollten durch unser Vorbild und unser Beispiel Ehe und Familie nach dem Vorbild der Heiligen Schrift leben, auch zu einer Ermutigung für unsere nichtchristlichen Mitmenschen, Nachbarn, Verwandten und Freunde. Wir dürfen mit unserem biblischen Vorbild ein Zeichen setzen, was für einen Segen sich Gott gedacht hat, wie er Ehe und Familie in der Schöpfung gesehen hat. Unsere Gesellschaft ehrt und dankt in Corona-Zeiten zu Recht den Pflegediensten und Krankendiensten in Altenheimen und Krankenhäusern. Das ist gut so. Ich finde das toll, dass auch die Kassiererinnen im Supermarkt und dass auch die Boten, die uns unsere Pakete bringen, die wir auch dringend brauchen, dass die sich nicht scheuen, auch unter Menschen zu sein. Wir sind dankbar für die Rettungsdienste, für die Polizei, für alles. Ja, wie man so schön sagt, wir danken sehr für die sogenannten systemrelevanten Dienste in unserem Land. Aber ich habe mal eine Frage. Ist Mutterschaft nicht auch systemrelevant? Ich glaube noch mehr als alles andere. Und ich glaube, es wäre fantastisch, wenn unsere Regierung oder wer auch immer, wenn da auch mal eine Wertschätzung und ein Dank ausgesprochen wird für unsere Mütter und für die Kinder, die sie gebären und zeugen. Was könnte das
für ein Segen sein, denn nicht ein Mann, sondern nur die Frau kann uns Kinder gebären. Da ist schon der biologische Unterschied. Nur sie kann Mutter sein und nicht der Mann. Wenn wir den Unterschied zwischen Mann und Frau meinen, aufheben zu können, dann haben wir das, was wir haben, nämlich am Ende keine Nachkommen mehr. Das Familienbild der Bibel hat unser Land doch überhaupt groß gemacht, überhaupt die Völker blühen lassen, die Menschheit überhaupt erhalten. Und deshalb zeigt uns auch Paulus, wie großartig, intelligent und zukunftsfähig die schöpfungsgemäße Unterschiedlichkeit und Rollenverteilung von Mann und Frau ist. Und wohl dem Land, das den Wert der gegenseitigen Ergänzung von Mann und Frau erkennt und den Segen biblischer Familien in Ehren hält. Gott helfe uns dazu. Und deshalb, liebe Gemeinde, liebe Freunde, lehnen wir es ab, diesen Vers von Paulus dafür herzugeben, als würde er bedeuten, die Geschlechterunterschiede können beseitigt werden. Das hat Paulus nicht gesagt, sondern er hat gesagt, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Er meint die Teilhabe am Heil. Juden und Griechen, Knechte und Freie, Männer und Frauen haben ohne Unterschied Anteil am Evangelium. Wir alle, die wir glauben, sind ohne Ansehen Erben der Verheißung und werden den Himmel sehen, egal wer wir sind, ob Jude oder Grieche, ob dies oder das, ob Mann oder Frau. Der Glaube verbindet uns. Der Glaube macht uns ohne Unterschied, was unser Heil und unsere Hoffnung auf die Ewigkeit bedeutet. Und so heißt es zum Schluss, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Und das ist gewaltig. Und deshalb meine Frage, gehörst du Christus an? Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same. Und das ist der Glaube. Das ist der Glaubenssame, der Same der Verheißung. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Ihr, die ihr Christus angehört, darf ich mal fragen, wer weiß, dass er Christus angehört? Darf ich eure Hände sehen? Wer weiß, dass er aus dem Glauben gerettet worden ist und auch selig werden wird? Ihr dürft eure Hände und eure Herzen zum Herrn voller Dankbarkeit erheben. Aber wir wollen hier kein exklusiver Club sein, liebe Christen, sondern wir wollen diese Botschaft hinausbringen in alle Welt und möchten alle Freunde draußen und drinnen einladen. Komm und geh den Weg des Glaubens, verlass den Weg des Gesetzes, verlass deine guten Vorsätze, deine Versuche, deine Mühen und all deine Quälerei, um fromm genug zu sein für den lebendigen Gott und seine Forderungen, sondern sag einfach, ich glaube an den, der alles vollbracht hat, in Jesu Namen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Gepriesen sei unser Herr in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen.